Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Teil 2 bei Dirk. Hallo. Wir haben uns auf dem Bilzer Berg kennengelernt. Im ersten Teil habt ihr ja schon einen Bruchteil von Dirks Sammlung gesehen. Jetzt wird es ein bisschen heimischer. Krasser. Romantisch, mit Kaminfeuer hinten. Genau. Das heißt, wir erkunden jetzt weiterhin Dirks Sammlung und gucken einfach mal, was hier so an Autos alles kommt, weil es ist wirklich querbeet alles dabei, von Rennsport über Raritäten, über richtige Raritäten. Ich weiß noch nicht, ob das in dieser Folge kommt oder erst später, aber freut euch, seid dabei. Ich würde sagen, als allererstes gibt es ein kleines Pörnchen von dem Wohnzimmer hier. Ja. Und dann steigen wir ins Video an. Ich war neulich im PS-Speicher in Einbeck und da standen auch 2, 3, 4 so kleine Gefährte hier rum. Genau. Was ist das? Ja, das ist ein Kleinschnittker. Die sind hier in Arnsberg gebaut worden in den 50er Jahren. Ein Kleinschnittker, ja. Die wollten ja damals nach dem Krieg alle keine Motoren mehr fahren, sondern die wollten ja alle dann Auto fahren nach dem Krieg. Ja, und dann ist einer hier, der Paul Kleinschnittker, auf die Idee gekommen, ich baue ein Auto selber aus Motorradteilen. Ist das ein Auto oder Motorrad vom Führerschein? Ein Auto. Ist ein Auto, hat zwar nur 7 PS. Ja, und nur 125 Kubik, also der Typ ist F125A, ja, aber kein Rückwärtsgang, muss hinten hochheben, wenn du da drehen willst, hat also nur 4 Vorwärtsgänge, muss hinten hochheben und dann musst du eine um die Ecke schieben. Aber hat schon E-Starter, da muss man das Ding noch ankicken irgendwie. Oder? Cool, ja, den muss man eigentlich anziehen. Soll ich die Dings mal runternehmen? Wie, den muss man wirklich cool anziehen? Wie anziehen? Ach so, also wie so ein Rasenmäher. Ach so, hat der Motor vorne oder hinten? Ich bin jetzt gerade so selbstständig von hinten ausgegangen. Motor vorne. Ach so. Aber Heckantrieb? Nein. Frontantrieb. Frontantrieb. Hier hat dein Koffer auch runter. Das ist so ein Riesending. Kleiner, klein Schindler. Ah, okay. Verstehe. Ja, und weil der halt aus, hier aus Arnsberg kommt, habe ich immer gedacht, so ein Auto gehört auch in die Sammlung hier. So, dieses Auto kommt aus der Zeit, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich auch Golf 1 mäßig unterwegs war. Das kann sein. So, oder weißt du, wann das gebaut wurde? Nee, ne? Also nur so ungefähr? Wenn ich ehrlich bin, nein. Aber einfach geil, wenn man lange keinen Golf 1 mehr gesehen hat, wie klein und flach so ein Auto irgendwie ist. Also klar, der ist jetzt halt wirklich extrem tief. Der steht auf Luft, deswegen ist er vielleicht so flach. So, ja, aber so. Du musst wachsen. Ich fand beim Golf 1 schon immer, weiß nicht, ich fand einfach die, ich bin ja auch absoluter Golf 1 Fan. So diese Proportion mit dem Radhaus und diese Mischung aus, es ist ja schon noch ein richtig eckiges Auto, muss man einfach so sagen. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt muss man bei dem Motor Folgendes für die Zuschauer erklären, die es vielleicht nicht wissen. VW hat sich damals irgendwann gedacht und hat den sogenannten G-Lader verbaut. Da haben wir irgendwann mal ein Video gemacht, GWG-Lader, haben dieses Teil so ein bisschen erklärt. Ist so ein bisschen wie ein Kompressor, der über einen Riemen, ähnlich wie ein Turbolader, Luft in den Motor bläst. Das gab es normalerweise aber von VW aus immer nur auf dem 8-Ventiler-Motor. Das heißt, das sind dann die Motoren mit dem schmalen Kopf. Jetzt hat sich VW irgendwann mal gedacht und hat relativ rar und limitiert das Ganze als 16V gebaut. Das heißt, in dem Fall ein 16-Ventiler-Motor mit dem G-Lader dazu. Und das Ganze gab es nur 70 Mal im Limited. 70 Mal im Golf 2 Limited, genau. Mhm. Haben dann einige angefangen nachzubauen? Viele haben vieles versucht nachzubauen. Viele nehmen die falschen Ansaugbrücken, kürzere Ansaugbrücken. Und ich wollte halt einen Motor haben, der wirklich 1:1 optisch ist wie ein Limited-Motor. Also das ist so der Stil von einem Golf 1, wie man ihn die letzten Jahre fertig gemacht hat. Mit ein bisschen Carbon. Was hiervon ist jetzt original 16VG60? Die Brücke? Ja, die Brücke, da ist jetzt ein 2 Liter ABF-Motor drunter. Anders sind das ja den Motor-Kennbuchstaben 3G, den werden die meisten auch nicht kennen von dem Limited-Motor. Das gibt es ja nirgendwo. Also das ist jetzt ein 2 Liter ABF. Ja, der G-Lader, die Halter und alles, wie es die ganze Verrohrung, das, die Drosselklappe und so weiter. Ah, das ist alles beim 16VG60 alles? Ja, ja. Krass. Und hier sowas wie diese Einspritzgalerie, ist das original oder gebaut? Ja, nee, original sitzt die da auch, ganz genau. Ob das jetzt ein Original ist oder nachgebaut, das kannst du ja so jetzt gar nicht mehr sehen. Interessant bei dem Auto ist, die hatten damals den Benzindruckregler in den Vorlauf gesetzt auch. Normalerweise geht man ja mal rein und auf der anderen Seite geht man an Benzindruckregler wieder raus. Aber das ist ein originaler GTI, ein 77er. Das war ein originaler 77er GTI, der ist zwar in Silber ausgeliefert worden, jetzt ist er halt das Manila Grün, aber es ist kein 50 PS Auto gewesen. Von daher, selbst wenn man den Motor da rausnimmt und einen Standardmotor wieder reinmacht, ist
Das Auto immer noch schön. Ja, vor allem ein Originaler. Das wäre fast so ungefähr, das Auto müsste man beim originalen 77er Ur GTI, müsste man eigentlich den wieder silber lackieren und ein GTI reinbauen. Ja, normalerweise schon. Einen originalen GTI rausbauen, ne? Weil ja, die sind ja wirklich ja, mit den kleinen Rückleuchten. Was halt bei Dirk so krass ist, dann stehst du hier und guckst einfach. Und steht halt ein weiteres, niegelnagelneues Seitenteil vom Rallye-Golf, wo sich wirklich alle im Internet die Finger nachlegen, ne? Ja, vor allen Dingen, ja, nach dem rechten, vor allen Dingen. Linke Seitenteile gibt es ja ein paar, aber rechte Seitenteile gibt es ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Aber sonst, so wie er hier steht, muss ich einfach sagen, guter, schönes Auto. Nein, also das Auto haben die wirklich wunderschön gebaut, kann ich anders nicht sagen. Finde ich echt. Auch mit dem Luftfahrwerk passt alles, mit den Felgen da drauf. Ich finde, zwischen Golf 1 und Golf 2 war der Sprung immer ganz krass. Golf 1 ist für mich irgendwie ein Oldtimer. Ja, genau so ist das. Ist irgendwie ein richtig altes Auto, auch so mit Chrom und so weiter. Ja, ja. Und Golf 2 ist dann so genau irgendwie der Übergang gewesen. Genau so ist das auch. Ja. Also der ganze Chrom überall an dem Auto nur dran, hat es ja alles beim Golf 2 nicht mehr gegeben. Ja. Fängt ja schon mit dem großen Motor an, dann kam ja die Innovation, dass man den Schlossträger, Stoßstange, alles vorne abmachen konnte beim Golf 2 und du kamst ja von vorne ans Kühlerpaket dran, du konntest den Motor nach vorne rausnehmen, du musst ihn ja nach oben rausnehmen. Ja. Also das, der Sprung ist gigantisch von Golf 1 auf Golf 2. Vorderachse, also eine richtig verschraubte Vorderachse, genau, nicht einfach nur die Querlenker direkt an die Karosse ran. Ganz genau. Wie oft, weil das ist so ein bisschen wohnzimmermäßig eingerichtet, wir könnten jetzt wahrscheinlich zu jedem Teil, kannst du hier so eine Geschichte erzählen, weil es sind ja auch hier so alte Tankstellen, alte Maschinen und so weiter. Ist das für dich hier so ein bisschen wie ein Wohnzimmer? Oder? Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das heißt, du bist hier jeden Tag? Jeden Tag. Geil. Ja. Haben wir Ebene 1 schon mal wieder geschafft? Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Hier war das besagte Auto von Ben. Genau, das ist Ben sein PCR. Der Dekor habt ihr euch selber ausgedacht oder kann man verschiedene Dekors bestellen für das Auto? Nee, bestellen kannst du die gar nicht. Das ist das 2019er VW-Dekor und das ist auf diesem Auto drauf. Die kommen immer in weiß, die Autos dann? Ja, die kommen immer in weiß, die Autos. Ansonsten baugleich mit dem Auto unten eigentlich. Nur ein Sitz drin. Gut, nur ein Sitz drin, Formellenker drin, aber ansonsten ist das Auto identisch mit dem Auto unten, mit meinem. Ja, weil der Junge muss ja das Dash auch sehen, damit er weiß, was los ist. Im ja, echt so groß, dass er nicht mehr gucken konnte, ne? Ich überlege gerade, welchen ich optisch geiler finde. So irgendwie so mit dem Dekor gleich ein ganz anderes Auto, finde ich. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Merkst du das, wenn man den Spoiler einstellt? Stellen wir aber nicht ein. Wir haben einmal eine Einstellung gefunden, die ist perfekt. Okay. Ja. Aber das merkst du schon. Also Endgeschwindigkeit merkst du das schon oder in der Kurve, das merkst du auf jeden Fall. Deswegen gibt es ja die Verstellmöglichkeiten daran. Schon ist ja massiv. Den kann man schon tragen. Nee, weil es ist wirklich so, also gefühlt drückst du das ganze Auto da sofort wirklich mit runter, ne? Also es gibt ja so Spoiler, wo man so drauf drückt, oder wenn ich jetzt hier links rechts mache, sieht man das ja, aber so in die Richtung geht da ja wirklich gar nichts. Ja, kannst dich draufsetzen. Jetzt fällt mir ein Punkt im letzten Video ein, den haben wir vergessen euch zu zeigen. Können wir hier gerade die Haube aufmachen, ja, ne? Bestimmt. Das muss ich hier einfach mit einbauen, weil wir hatten so viele Diskussionen darüber. Thema Motorhalter. Wir standen vorhin davor. Ganz viele haben gesagt, Limo, Star, funktioniert nicht, wird alles auseinanderreißen, der Motorblock wird durchreißen und was da alles kam. Ne? Und jetzt guckt euch das an. TCR, serienmäßig, einen starren Motorhalter. Und auch, was für einen, ne? Also klar, das wird jetzt hier ein Chromoblech sein, aber das sind, ich würde sagen, 200 mm. Ja, wenn überhaupt. 200 mm, natürlich berechnet und halt auch passend gekantet und so weiter. Aber TCR hat tatsächlich hier auch auf allen Seiten ein starres, eine starre Verbindung zwischen Motor und Karosse. So wie man das halt als Rennfahrer haben will, ne? Soll er direkt sein. Da soll alles direkt sein, genau. Da soll sich nichts mehr bewegen und so weiter. Und wenn selbst das in dem Rennsport schon so funktioniert, weil wenn es da Probleme geben würde, weil ich weiß ja, wie ihr die Dinger benutzt, dann wäre das da ja noch viel, viel schneller der Fall als bei einem normalen Straßenauto, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das fand ich krass, das Stahlrohr. So, jetzt schlägt mein Herz. Hör hier. Der gute Abarth-Aufkleber. Das hier ist Formel 4. Hallo Nico. Hi. Hallo. Formel 4. Da ist Ben auch mitgefahren? Da ist Ben auch anderthalb Jahre mit am Berg gefahren, ganz genau. Am Berg auch? Am Berg auch, ja. Was fährt das Ding denn? Eine hohe 1,40. Krass, hätte ich jetzt gedacht, schneller. Aber da sieht man mal auch wieder, wie schnell so ein TCR-Golf ist, ne? Wahnsinn, ja. Wenn sowas hier 1,40 fährt, eine TCR 1,44. Und so ein Auto hat natürlich, du kennst das ja, den Motor, so ein Auto hat natürlich nur 160 PS. Da muss ich wirklich sagen, da war ich eben echt erschrocken, als ich hier hochkam, weil ich hab's auch erst gar nicht so realisiert, bis Dirk sagt, ey, den kennst du doch irgendwoher? Mal gucken, wer es jetzt gerade, wir warten jetzt 1, 2, 3 Sekunden, wer es von euch erkennt. Das ist tatsächlich der Abarth-Motor. Das ist tatsächlich der 1,4er Abarth-Motor. Jetzt weiß ich auch, warum der bei mir so gut hält, weil wenn der selbst in so einem Formelauto zum Einsatz kommt, in dem Fall in einer Trockensumpfschmierung,
Nein, ich werde sie hier in mir nicht kopieren, weil ich habe ja schon genug Ärger mit Trockensumpf. Deswegen lassen wir das erstmal. Never touch a running system. Aber dass wirklich ein Formel 4 Auto einen Abarth-Motor hatte, wusste ich nicht. Ist an mir vorbeigegangen. Ja. 160 PS. 160 PS, ja. Was halt krass ist, das Getriebe ist in dem Fall, wie bei den meisten Formel-Autos, eigentlich die ganze Hinterachse ein tragendes Teil. Also alles von der Hinterachse wird direkt ans Getriebe geschraubt. Hier ist es nochmal krasser. Hier ist selbst der Öltank von der Trockensumpf im Getriebe drin. Das ist echt krass. Da von der Seite siehst du auch, wo sie absaugen und wo es dann zur Pumpe geht. Ja, und eine Straightpipe ist halt auch dran. Ne? Sympathisch. Was macht dir mehr Spaß, hiermit oder mit dem TCR? Na, das hat schon mehr Spaß gemacht, aber er ist halt so lang. Ja, ich mache mehr Spaß. Ich hätte gedacht, dass der TCR vielleicht so ein bisschen, in Anführungsstrichen, unruhiger fährt. So ein bisschen mehr so dieses Kartfahren. Und hier halt schon ziemlich... Also ich sag mal, 4 Sekunden schneller auf dem Berg sind Welten. Das muss man einfach sagen. Das ist eine ganz andere Dimension hier von der Geschwindigkeit. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, 4 Sekunden schneller wie so ein TCR. Das sind einfach Welten am Bilzerberg. Er ist aber leider zu lang geworden und das kann halt nicht mehr lenken. Und das lässt sich auch nicht anders mehr einstellen. Wir haben ja alles Mögliche probiert. Mit Pedalerie, mit neuen Sitzen, also ausschäumen. Es funktioniert einfach nicht. Und irgendwann ist das dann auch einfach zu gefährlich, weil das ist schon wirklich... Es ist zwar nur ein Formel 4, aber es ist einfach eine Waffe. Das muss man einfach sagen. Krass. Sieht doch relativ groß aus, muss ich ehrlich sagen, wenn man so vorsteht. Das ist schon ein Riesenauto. Oder? Wie ist das bei so einem Auto dann mit Wartung? Aber Rennstrecke, also bitte weg? Ist überhaupt kein Problem. Oder einfach fahren, fahren, fahren. Ist das hier mit Getrieberevision und so da schon fast aufwendiger? Oder hat man das hier auch? Nee, das hast du hierbei auch. Hast du hierbei auch? Das hast du hierbei auch, ja. Und wer wartet so ein Formel 4 Auto? Also wen ruft man da an, wenn ihr irgendwas... Ja gut, hier gibt es ja kaum was dann zu warten an dem Motor. Hier hast du ja auch im Prinzip auch nur die Ölwechsel dran. Ist ja das Gleiche wie beim... Wie bei deinem Fiat oder wie beim TCR? Ja, den habe ich geschickt nicht gemacht. Also. Ja, genau. Geschickt ausgelassen. Ja, und Getrieberevision ist im Prinzip wie bei dem TCR von derselben Firma. Ja, das ist auch ein Sadef-Getriebe. Ah, ist auch ein Sadef, okay. Ja, klar. Ist auch ein Sadef. Klar, dann ist das natürlich, passt das natürlich. Ja, das hier ist auch wieder eine Schalteinheit auf der Seite drauf. Ich würde sagen, auch elektrisch, ne, oder? Ja. Ach, sogar mit irgendeinem so Kühlkörper hier dran? Ja, die haben wir aber. Und hier wird einfach umgelenkt auf die Schaltung. Ich habe aber tatsächlich neulich noch darüber nachgedacht, wo man so einen Abarth-Motor vielleicht noch überall einbauen könnte. Weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, wie stabil dieser Motor ist. Und man muss einfach sagen, wir hatten wirklich gar keine Ahnung von dem Motor. Sind immerhin 300 PS gefahren. Haben den auch wirklich nicht geschont. Und dass auf Anhieb so ein Motor so gut funktioniert, ist schon wirklich, ist schon selten der Fall. Für nur 1,4 Liter. Das heißt, der wird sich hier mit den 160 PS einfach komplett totlaufen. Funktioniert ja hierbei auch. Ja. Und hier wird man nochmal ganz andere Querbeschleunigung haben in dem Ding. Da gehe ich über den Abtrieb von aus, ja. Wobei man immer so denkt, Abtrieb, das so, also gefühlt muss ja so ein Auto fast mehr Abtrieb erzeugen, ja, gut, aber die sind hier, halt dafür gemacht, ne? Hier ist es halt der geschlossene Unterboden, der dich halt am Boden saugt, will. Fahren wie auf Schienen. Krass. Ja, der ist halt... Gerade, da ist nichts unten drunter, will. Ja, vor allem, da sind ja auch mal, da hast du ja vielleicht mal so noch nicht mal 2 Finger Platz, ne? Ja, ja, liegen Kart, da musst du schon dich trauen, durch die Kurve zu fahren. Geil. So, und hier haben wir, das ist doch mehr oder weniger das Gegenstück zu Renés Auto, oder? Oettinger TCR. Gegenstück würde ich nicht sagen, er ist baugleich zu René seinem Auto. Ja. Also auch nur ein Viertürer, René hat ja einen Zweitürer. Genau, René hat einen Zweitürer, das ist ein Viertürer, Straßen-TCR von Oettinger. Ist er allerdings auf Luft und auch auf 10,5x20. Das ist im Golf 7 natürlich auch schon eher selten. 10,5x20? Ja, das ist schon eine Dimension. Geht allerdings auch nur mit dem Breitbau-Kit. Und den Breitbau. Gut, Luft wäre jetzt egal gewesen, geht auch auf Statikfeder. Wie kam es dazu? Hattest du Bock auf TCR, auf Rennstrecke und TCR? Ich wollte ein Rennauto so ein auf die Straße bringen. Das funktioniert aber nicht, weil da ja eigene Achsen drunter sind. Du wolltest den zulassen? Ja. So einen, nicht jetzt den, so einen. So, und das mit dem Breitbau-Kit, das kriegt man sicherlich irgendwie hin. Also indem man das ein bisschen modelliert oder ein bisschen zumacht und so weiter. Aber weil da ja eigene Achsen drunter sind, funktioniert das nicht. Dann arbeitest du mit Distanzscheiben oder ganz geringen Einpresstiefen, aber dann federt ja vorne der Vorlauf, Nachlauf, passt ja nichts mehr. Es gibt ja ein, so zwei Nachbauten im Netz, da muss man sich ja nur angucken. Die fahren ja meistens auf 18 Zoll, damit die überhaupt noch lenken können. Weil die ja alle über die Distanz, über die Spurplatten dann beim Lenken direkt an die Kotflügel im Prinzip kommen. Dann geht es weiter, es gibt keine Abgasnorm für das Auto, das kriegst du auch nicht hin. Also eingetragen schon, aber es geht ja um diese legale Eintragerei immer. Und irgendwann habe ich dann gesagt, dann funktioniert das halt nicht. Dann muss halt das Auto so her. Deswegen auch das ähnliche Design wie bei Ben, das Design ist ähnlich. Ja, und deswegen hat mir Oettinger dann dieses Breitbau Street TCR Kit gemacht. Eigentlich eine witzige Sache jetzt, wenn man so davor steht und beide Autos sieht.
wenn die so nebeneinander stehen würden, auch im Blitzer Werk. Klar, riesen Unterschied von der Breite her. Ja. Alleine bei 2x4 Türer. Genau, deswegen habe ich ja extra 4 Türer genommen. Ich wollte jetzt so nah wie möglich an dem Rennauto dran sein. Aber jetzt kannst du es ja einfach machen, nimmst einfach das Kennzeichen, machst da ran, kannst du losfahren. Du weißt es, genau. Ist nur dumm mit der Kupplung an der Ampel, das anfahren. Ne? Und man muss es immer so sehen, wo nichts eingetragen ist, kann nichts angezweifelt werden. Ne? So ungefähr, ganz genau. Das ist eine ganz einfache Formel. Also wenn das geklappt hätte mit so einem Renn-TC auf der Straße, wäre das natürlich ein DSG-Auto geworden und kein sequenzielles Fahren. Du kannst ja mit der Kupplung nicht anfahren. Die Kupplung in dem Auto ist ja nur zum Starten und das war's. Chef wäre natürlich auch das Luftfahrwerk in den echten DCR rein. Weil den könntest du ja so richtig abstellen, ne? Also, den kannst du so richtig abstellen. Den könntest du ja auf der Karosserie abstellen, weil hier ist ja wirklich gar nichts mehr hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Video gezeigt hatten. Da sieht man von hier nochmal einmal gut, wo wir gerade beim Thema Abstellen sind. Da ist halt Platz zum Abstellen, ne? Jo. Hat VW Platz gemacht. Beziehungsweise VW ordentlich geschnitten. Beziehungsweise Seat in dem Fall. Wie viel fährst du damit so? Keine Ahnung. Im Jahr meinst du? Ja. Keine Ahnung, 200.000 Kilometer vielleicht. Nicht doch nicht so viel, weil mit den ganzen Autos ist es ja meistens schon so, dass man... Ja, muss halt überlegen, oder? Zwingen muss, so eine Fahrt mal zu machen, ne? Ja, aber der sieht cool aus, der fährt gut und passt. So, jetzt kommen wir hinten mal zu den Raritäten. Sieht doch langsam, wird das hier doch... Kommt Licht ins Dunkle. Das gefällt mir. So, erstmal würde hier jeder denken, was ist das für ein Golf 2? So. Aber ich kann euch sagen, wir werden viele von euch kennen oder zumindest was darüber gehört haben. Weil man hat ja schon viel über dieses Auto gehört in der Zeit. Ne? Da gehe ich von aus, ja. So. Und zwar diese nette Dame, die aktuell da auf dem Beifahrersitz Platz nimmt. Genau. Die hat in diesem Fahrzeug tatsächlich schon ein paar Jahre auf dem Fahrersitz Platz genommen. Die Angela Merkel ist das Auto gefahren. Das ist wirklich ihr Originalauto. Ist wirklich so ein bisschen, wenn man jetzt so vorsteht, so ein bisschen irreal, also kann man irgendwie gar nicht glauben, so, ne? Dass die da wirklich in jungen Jahren da mal so drin saß und mit dem Ding durch die Gegend gefahren ist. Ja gut, der steht ja jetzt schon ein paar Tage hier, ich natürlich jetzt schon, aber... 1990 bis... Ja, also 95 auf jeden Fall. Also ein paar Jahre saß er da schon drin, ne? Ja, ja, ich glaube bis 97 sind oder 98 sind die das Auto gefahren, die beiden. Geschichte zu dem Auto? Also klar, wir wissen mittlerweile, Golf 2 hast du eine Leidenschaft für. Jetzt gibt es einmal das Auto von Merkel zu kaufen. Ja, deswegen musste der hier hin, oder nicht? Wie alle seltenen Golf 2. Weil das ist jetzt ja wirklich nicht, wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Limited oder ein G60 oder was sicher ist, würde ich nur sagen, okay. Aber es ist ja wirklich die absolute Basisausstattung. Ja, einfach nur alles andere oder viele Golf 2 und das passte einfach dazu. Wenn das ein Fiat Abarth gewesen wäre, hätte ich den nicht ersteigert bei eBay. Das war die Geschichte Golf 2, das passte halt. Also du hast nicht gekauft, weil es Merkel jetzt Auto war, sondern einfach nur... weil es ein Golf 2 war, ganz genau. Ist der komplett gemacht worden? Weil der sieht ja auch vom Zustand her gut aus. Ne? Kann ich mir kaum vorstellen, dass das Auto nach Jahren bei Merkel und noch diverse weitere Besitzer... Sieht er auch nicht. Also der Verkäufer, der mit dem verkauft hat oder beziehungsweise den versteigert hat bei eBay, hat den einmal durchlackieren lassen. Aber finde ich jetzt nicht weiter dramatisch, wenn ich ehrlich bin. Nö, ich stelle mir nur mal so die Frage, ob der wohl, derjenige, der das Auto dann irgendwann mal gekauft hat, ob der das schon... Ja, der wird ja damals logischerweise nicht gewusst haben, dass die irgendwann mal Kanzlerin wird. Geht ja nicht. Nein, das sicher nicht, aber der hat ja immer den Namen entdeckt, als er das Auto gekauft hat und hat er gedacht, das Auto kann man wieder am Markt stellen. Dann hat er, ich sag mal, einmal geduscht, der sieht ja auch jetzt auch nicht schlicht aus, das muss man ja einfach mal sagen und dann hat er das Auto einfach wieder bei eBay in den Markt gestellt. Wenn du, stell mal vor, guckst du einen Brief rein und siehst so, Merkel. Genau, du guckst auch erstmal wahrscheinlich in Zulassungsbezahlung 2 und dann hier, ich habe die alten Papiere auch noch und dann steht da auf einmal Angela Merkel drin. Ja. Und der wollte sich das einfach vermutlich versilbern oder vergolden lassen. Ist leider nicht ganz aufgegangen, aber... Bei diesem Fahrzeug, bescheidene Frage, wie hoch siehst du den Wert? Also wie würden die Experten sowas beziffern? Jetzt weiß man nicht, war das Auto zu Zeiten, wo sie noch Kanzlerin war, noch mehr wert? Ist es jetzt weniger? Wird das erst richtig wertvoll, wenn sie irgendwann mal stirbt? Das weiß man bei solchen Fahrzeugen nicht. Kann ich nicht sagen. Kann die Versicherung auch nicht sagen. Also der ist ganz normal für den eBay-Kaufswert im Moment aktuell versichert, weil die Versicherung einfach sagt, wie sollen wir dann Wert feststellen? Hm. Also das heißt, war eine Versteigerung, du hast den ersteigert. Ich habe den bei eBay ersteigert, ganz genau. Und so ist das Auto für den Wert auch versichert hier. Und weil die Versicherungsunternehmen einfach sagen, wo ist der Wert für so ein Auto? Wie will man den beziffern? Das ist wie der Kölner Dom. Hm. Den kann man auch nicht beziffern. Ja. Wenn du ihn inserieren würdest, meinst du, es gibt Leute, die so ein Merkel-Fan sind, dass die sowas kaufen?
Stimmt. Du meinst so Merkel-Fan wie ich, oder? Nein, ja, also den Merkel-Fan und nicht den Golf 2-Fan, der sagt, ja, das Ding will ich haben. Kann ich nicht sagen. Kann ich im Moment überhaupt nicht greifen. Mhm. Ich meine, jetzt ist ja gerade mal im Prinzip ja abgewählt seit anderthalb Jahren, keine Ahnung. Und wie du eben schon sagtest, ist das Auto Mehrwert, wenn sie Kanzlerin ist, wenn sie nicht mehr ist, wenn sie lebt, wenn sie immer verstorben ist, keine Ahnung. Das ist ganz schwer zu greifen, glaube ich. Okay. Dann machen wir mal wieder im Rallye weiter. Haben wir ja lange nicht. Auch noch einer. Guck an. Lange nicht gesehen. Oh. Sogar nicht ganz so Serie. In Rot. In Rot. Serie genau. Rot, ja. Wenn ich den Raum sehe. Original Rot, so im Leben Rot ausgeliefert worden. Mhm. Auch Tornado Rot, genau wie das G-Kilometer Auto gefunden. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir in Rot. Also jetzt unabhängig davon, was hier alles so noch zusätzlich wieder dran umgebaut ist, nur so als Totale, wenn ich mir jetzt vorstelle, wäre einfach nur Rot, finde ich, ist Rot eine schöne Farbe. Ja, auf jeden Fall. Das Auto ist direkt, ist ein Dienstwagen von VW und der ist 4-8 Wochen nach der Erstzulassung ist er als Rennwagen umgebaut worden. Also ist komplett zerlegt worden und dann ist der bei Hohenester komplett umgebaut worden. Anderer Motor, Käfigzelle eingeschweißt worden und dann ist das Auto jahrelang erfolgreich in der RCN heutzutage und früher hier Castrol Hauptcup erfolgreich auf der Nordschleife unterwegs gewesen. Und ich sehe die ganzen Gilzer Bergaufkleber. Ja, die kommen. Ja, aber das heißt, du ballerst mit dem Ding nein, Gilzer Berg auf? Nein, ich war einmal damit auf dem Berg, auch ja, super gefahren und die klebe ich jetzt einfach nur so da drauf. Aber das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass das ein Ex-Rennauto ist, weil es sieht halt wirklich nicht aus wie so ein typisches Rennauto. Ja, aber in den 90er Jahren waren die Rennautos nun mal einfach so. Und der hat ja schon eine Art Breitbau gehabt vom Werk aus. Und ist der auf der Tiefe? Fährt das Ding auch auf dem Rettel? Und da schleift auch nichts. Ja. Und da gibt es auch einen Satz nichts für. Also die waren dabei, wo ich den gekriegt habe. Hätte ich niemals gedacht, dass man so ein Auto... Und fährt auch gut? Also fährt super, muss man wirklich sagen. Also ich weiß jetzt nicht mehr die Zeit, die wir damit gefahren sind, aber er war verdammt schnell. Gut Allradantrieb, Semi-Slicks drauf, also das geht schon gut vorwärts. Also 210 PS. Ja, die guten alten Sparkositze, die seit 30 Jahren abgelaufen sind. Die Gurte vermutlich auch. Ja. Aber das ist halt, das muss man sagen, das ist halt ein cooler Zustand von einem Auto, wo es halt auch Spaß macht, mit so einem Auto dann doch nochmal hier und da zu fahren. So, ne? Weil das Auto lebt ja von dem Dekor, von dem Patina. Genau. Mhm. Oh, guck mal, jetzt klappt es besser mit der Augen. Ja. Zeig mir Herrn Golf 2, wer gewinnt. Genau. Ah, okay, jetzt verstehe ich es erst. Das ist auch dein beliebter 16 VG60. Das heißt, es waren 8 VG60 und der wurde umgebaut auf 16 VG60. Ganz genau. Aber das ist ein originaler Limited-Motor. Das ist hier Limited Nummer 45. Mhm. Und das hat alles so und ist dann in den 90er Jahren umgebaut. Komplett mit Anstiegsstrangen, mit Käfig, mit allem Zippel und Zapp, was dazugehört. Also Limited Nummer 45 gibt es nicht mehr. Der war verunfallt. Und Hohenester hat ihn in seiner Zeit gekauft. Und dann ist in dieses Auto alles aus Limited Nummer 45 reingebaut worden. Jetzt kurz, um den Zuschauern Limited zu erklären, für die Nicht-VWler unter uns. Limited sind die 16 VG60 Autos, die Volkswagen Motorsport in den 90er Jahren oder Ende 89 auf den Markt gebracht hat. Teuerster Golf 2 aller Zeiten mit knapp 69.000 D-Mark. Mhm. Also ein Rallye-Golf lag ja irgendwo so bei 45.000, 46.000 D-Mark. Ein bisschen Ausstattung dabei, bis vielleicht auf 50 gekommen und so Limited leicht halt bei 69.000 D-Mark. Das heißt, Golf 2, nicht Rallye, sondern normaler Golf 2 mit dem 16 VG60. Genau. Wenn durch Zufall bei eBay Kleinanzeigen so ein ganzer Motor morgen drinstehen würde, dann kaufe ich ihn. Was würde sowas ungefähr kosten? Also, ich denke, dass das irgendwo zwischen 20, je nach Zustand des Motors, zwischen 20 und 30.000 Euro liegt. Weil es kann ja auch wieder nur einer aus den Autos sein. Genau, aber... Den kannst du auch bei VW nicht kaufen, ja? Nein, kannst du schon, es hat ja nur die 70 Motoren gegeben. Mhm. So, und ich sag mal, so Limited wird ja gehandelt zwischen 80 und 120.000 Euro. Mhm. Und wenn du jetzt den Motor da rausrechnest aus einem guten Auto, dann wirst du da irgendwo so zwischen 30.000 Euro oder in dem Dreh wirst du irgendwo liegen. Und von den 70 gibt es noch alle bis auf den einen, weiß man das? Oder wird es mehr? Von die Hälfte wahrscheinlich noch geben, ne? Ja, so ich glaube 43 sind bekannt im Moment. Und die anderen Autos sind einfach, entweder stehen die seit 30 Jahren in irgendwelchen Sammlungen, soll ja solche Sammlungen geben, ja, ist ja nun mal so. Oder sie sind durch Unfälle, wie auch immer, verrüttet, Motorsport, wie auch immer. Es gibt ja Autos, die diese Besitzer, diese Limiteds, ja tagtäglich gefahren sind. Ja, klar. Ganz normal gefahrenes Autos. Irgendwelche Vorstände oder irgendwelche Autohausbesitzer. Oder, ja, die oder, hatten, oder ne? Frauen ja. Von Unternehmern. Und die sind ja auch im Winter damit gefahren. Allradantrieb, Salz. Was ich krass finde, ist, damals waren die Motorräume ja eigentlich noch relativ leer. Aber genau. Der 16 VG60 war halt wirklich so der erste Motorraum, wo wirklich alles voll ist und wo auch jede Schrauberei definitiv schon in die Richtung geht, wie es halt heutzutage ist. Ne? Also Kupplung tauschen muss das ganze Aggregat raus. Weil ihr Getriebe kommst du nicht dran, kriegst du nicht raus. Ist einfach zu voll. Mhm. Und beim Golf 2, das weiß ja jeder, das ist ja gleich, gesamte Achse mit ablassen.
Lenkung losmachen. Es geht das Ganze ja ruckzuck. Frontbau vorne vorweg. Also das Frontend abbauen. Ah, die hätten sogar dann auch schon ABS drin. Das heißt, den nimmst du ab und an nochmal für ein paar historische Fahrten? Habe ich, aber jetzt bin ich den schon ein paar Tage nicht mehr gefahren. Also der hatte mal 255 PS, auch alles von Hohenester in, abgestimmt, das ganze Auto. Und ich G-Lader hast du ja auch genug? G-Lader habe ich glücklicherweise genug, ja. Und ich habe den aber ganz normal wieder zurückbauen lassen, auch das Mapping auf 210 PS, so wie die Limited jetzt ausgeliefert worden sind. Ja, es geht ja nur um Standhaftigkeit. Also Motor kennt sich ja keiner mehr mit aus. Also brauchst du nach VW nicht hinfahren, wenn irgendwie der nur auf drei Pötten läuft oder was. Entweder nimmst du so wie ich das Prüfgerät allein und misst alles durch und testest alles durch oder es geht gar nicht. Du brauchst keinen einzigen bei VW mehr fragen nach so einem Motor. Alleine, wenn es eh keine Teile gibt, sind die ja eh... Ja, deswegen, weil die auch alle keinen Bock zu haben, das muss man auch dazu sagen. Also da musst du dich schon wirklich selber drum kümmern. Okay. Ist das hier zufälligerweise einer von den besagten 43, die es noch gibt? Ja, so ein Superlader auch. Da steht auch noch ein Originaler. Guck mal an. Ja, das ist die Nummer 68. Das ist ein komplett originales Auto. Komplett im Erstlack auch. Das Auto ist erster Hand. Das Auto hat etwas über 70 gelaufen. Der ist komplett checkheft. Der ist seit 98 abgemeldet. Steht hier bei mir auch schon ewig. Ja, und so wie er hier steht, jetzt bis auf das, der Motor schwarz ist, so ist er ausgeliefert worden. Also irgendwann sind natürlich die Schläuche. Das Auto ist über 30 Jahre alt. Der ist jetzt 34 Jahre alt. Die Schläuche porös. Und der Vorbesitzer, der Erstbesitzer hat irgendwann die Kupplung machen lassen. Da liegen mir die Rechnungen auf und vor. Und in dem Zuge ist der Motor dann schwarz gemacht worden, neue Schläuche reinmachen lassen und so weiter. Also noch so mit Dämmmatte in der Haube und so weiter. Ja, ja. Das ist das Erste, was eigentlich mal rausfliegt. Also das Auto ist bestimmt nach 98 nochmal mit der roten Nummer gefahren worden. Das weiß ich zufälligerweise. So, und dann sind halt irgendwann in dem Zuge dann auch die ganzen Schläuche da ausgetauscht worden. Ich weiß ja zu meinen wilden eBay-Zeiten, wobei es war damals noch heiße Draht und so, da hat man angefangen halt diese Grills nachzubauen, richtig schön abzukleben und zu lackieren, weil die Embleme gab es schon einzeln. Ja. Und sowas hat man natürlich gesagt, das Repro, aber war trotzdem immer heiß begehrt, ne? Ja. Das schwarze Emblem war auch original bei dir? Ja, vorne und hinten. Aber wie gesagt, der blaue Grill ist Serie an so einem Limited, kennen vielleicht auch welche nicht. Dann diese amerikanische Stoßstange, dann Blinker, die großen, nur mit einer Schraube anstatt zwei Schrauben. Und die Autos hat es ja nur als Synchro gegeben und nur als viertürige Karosse. Auch schon wegen der Steifigkeit, genau wie die TCR-Autos. Also im Prinzip, wenn du da einen normalen Grill reinmachst, kannst du die Autos auf der Straße nicht vom schwarzen Golf synchron unterscheiden. Weil auch keine breiten Kotflügel und so, ne? Nein, gar nichts. Auch keine G60-Kotflügel. Normale GTI-Verbreiterung. Die Scheibe vorne geklebt oder normal? Die Scheibe ist geklebt. Weiß man, wofür die Dinger gebaut haben? Brauchten die jetzt auch für irgendwelche Homologationszwecke, oder? Ich glaube, man wollte Porsche auf der Autobahn ärgern, keine Ahnung. Einfach nur geil. Die sind angegeben mit 255 und das 1989 schon. Da wird es einen Elfer schon schwer gehabt haben. Heute sicherlich kannst du es nicht vergleichen, aber zu damaliger Zeit. Und dann auch der Preis, man muss ja sagen, 69.000 D-Mark für so ein Auto und kein Radio. Du konntest dem Auto nichts bestellen. Du konntest das Auto so kaufen bei VW. Die Fahrgestellnummer fängt auch hier mit TP an, also für Typprüfung, also nicht mit WVW. Ja, und dann haben die einfach diese 70. Warum jetzt diese Stückzahl 70 ist, das erschließt sich uns allen nicht mehr. Das wahrscheinlich hatten sie irgendeinen Halter für den Motor 70 Mal gemacht. Ja, ich denke mal eher, dass die nur 70 verkauft haben bei dem Preis. Ah. Weil die meisten werden ja auf den Rallye-Golf gegangen sein für 25.000, 30.000 D-Mark weniger seinerzeit. Also das Auto ist mega, kann man nicht anders sagen. Das ist haben die einen Normaltacho oder haben die diesen Digifiz drin? Nein, Normaltacho. Welches Auto hatte diesen Digifiz? Im 16V konntest du das dazu bestellen. Ich glaube, im Rallye-Golf konntest du das auch dazu bestellen. Ja. Das war dann so ein Zubehör, was du dazu bestellen konntest. Genau, war nur Sonderausstattung. Ja. Würdest du dich von dem Auto trennen? Nee. Nein, auf gar keinen Fall. Für kein Geld der Welt? Für kein Geld der Welt kann man ja nicht sagen. Das kann man ja nicht sagen. Aber davon trennen würde ich mich im Moment nicht. Ich bin ja froh, dass ich einen habe. Das ist ja so gesehen der heilige Gral aller Golfe. Und kaum einer kennt so ein Auto. Und wer einen kennt, der sucht so ein Auto. Aber einen Schnapper kann man da in diesen Autos nicht machen. Ich sage ja, die werden so gehandelt zwischen, ich sag mal, 80.000 und 120.000 Euro, je nachdem, wenn einer auftauchen sollte, je nach Zustand. Aber es taucht da keiner auf. Und wenn noch mal einer auftauchen würde, würdest du noch einen kaufen? Wenn der Preis passt und bezahlbar ist, würde ich, glaube ich, so bekloppt und würde mir noch einen hinstellen, natürlich. Die waren aber leider immer schwarz. Die waren immer schwarz, ja. Mhm. Also man erzählt, dass es ja auch einen Tazit gegeben hat, das ist aber einfach ein Mythos. Die waren immer schwarz-metallig. So ein zweiter hier noch leben würde sich natürlich... Ja, aufpassen. Du, das sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, man konnte zu diesem Auto noch niemals ein Radio bestellen. Das Radio ist hinterher bei VW eingebaut worden in der Werkstatt. Also da ist wirklich eine schwarze Blende drin. Aber bist du selber mit dem Auto schon gefahren? Ja, auf jeden Fall. Ist geil.
Also ich bin ja diesen auch schon gefahren, ist ja der gleiche Motor, also von daher, die grünen unten bin ich ja nur auch gefahren. Natürlich, diese Autos stehen schon länger hier, Sound-G-Lader. Vor allem, ich weiß, zu wilden Zeiten hat man ja 16 VG60, ging das ja schon sogar, wenn man es übertrieben hat, in Richtung 300 PS, 350 PS so in dem Drill. Ja gut, hier brauchst du ja nur das Mapping ein bisschen ändern, diesen E-Prom und dann ein anderes Laderrad drauf und dann hast du sofort mehr Leistung. Aber der Lader ist halt nur für 100.000 Umdrehungen ausgelegt und mit dem kleineren Laderrad geht das ja sofort tierisch nach oben hoch. Okay, aber ja. ein Auto haben wir ja noch hier. Wo? Da, runter. Tatsächlich. Das muss ja auch einen Grund haben, warum das noch eingepackt ist. Ja, das hat sicherlich einen Grund. Das hängt auch mit dem roten Auto unten zusammen. Da steht nagelneuer Rallye-Golf drunter. Also auch ohne Zulassung. Habt ihr gehört? Nagelneuer Rallye-Golf. Ja. Ja, den müssen wir auf jeden Fall mal. Ohne Zulassung. Der ist auch noch eingewachst. Alles, was man jetzt meint, was man hier an Dreck sieht oder irgendwas, das ist alles noch Wachs. Das Auto ist noch nicht entschriftet. Also die Folie ist noch in der Frontscheibe drin, die Sitze sind noch bezogen mit Folie und alles, was man meint, so in den Abläufen da, könnte Dreck sein oder auf den Fällen da, das ist alles Wachs, weil das Auto einfach noch eingewachsen ist. Kommen wir hier irgendwie hinter dieser Absperrung hinter, dass man da einmal reinguckt? Bestimmt irgendwie. Ich glaube, das müssen wir den Zuschauern einfach, ich meine, die Chance hat man nur einmal im Leben, den niegelnagelneuen Rallye-Golf zu sehen. Das ist das Auto einfach würdig, dass man da einmal zeigt. Niegelnagelneuer Rallye-Golf. Meinst du, es gibt noch einen weiteren niegelnagelneuen Rallye-Golf auf der Welt? Ich würde jetzt mal sagen, nein. Das habe ich von einem Golf 2 normal auch immer gedacht, wie dem roten in dem anderen Video. Der ist ja auch aufgetaucht, aber normale Golf 2 gibt es halt 12 Millionen. Von denen gibt es weltweit 5.000, deswegen glaube ich, das wird nicht nochmal passieren. Ich glaube auch, ne? Wie bist du da angekommen? Was ist die Geschichte dazu? Ja gut, der hat so im Autohaus gestanden bei VW und da hat er einfach im Hof gestanden. Und irgendwann habe ich halt... Weil da werden ja etliche Leute vorher auch schon mal gesagt haben, ey, willst du nicht verkaufen? Das glaube ich gar nicht, weil das Auto ja schon, ich glaube, 15 Jahre hier steht oder länger. Ach so, so lange hast du den schon? Ja, ja, ich habe den schon so lange. Das ist das ja. Und dann machst du dir, wenn so ein Auto da steht, da fragt ja nicht jeder danach. Oder heute würde natürlich jeder ja, klar, da hinrennen nee. Und ich will das Auto haben, was kostet das Ding und fertig, oder? Kindersicherung. Genau. Geil. Man sieht das tatsächlich auch an den ganzen Dichtungen und so. Ja. Ja, neuer Innenraum ist halt einfach neu, ne? Das ist so. Und den kriegst du so auch nicht mehr hergestellt. Auch nicht mit neuem Leder. Auch selten, dass man mal einen Rallye-Golf auf Originalfelgen noch sieht. Wahnsinn, wohl. Was ich einfach krass finde, ist, wenn man einfach nur die Dachrinne anguckt. Oder die Dachleiste. Weil ich kenne es ja von den Golf 2s. Ja. Und wenn du dir die anguckst, die sieht ja... Alle kaputt. Ja, und ich habe noch nie einen in so einem Zustand gesehen. Nein, war ja auch noch nie einer dran. Also da ist bestimmt, oder hier, oder dass mal einer dran gelehnt hat irgendwo, da ist bestimmt ja, hier oder da mal eine Macke dran im Autohaus. Hm. Das bleibt ja nicht aus. Na ja, dann aber als er da stehen geblieben ist, hat ja am Anfang da keiner daran gedacht, dass das mal so eine Rarität wird. Nee, auf gar keinen Fall. Ist das ein 89er Baujahr? Ja. Ja, doch, die Scheibe ist auch aus 89. Ja, so ein Zufall aber auch. Die Reifen sind auch aus 89. Die Bremsbeläge auch. Und der Zahnriemen natürlich auch. Aber das Auto steht jetzt seit 15, 16 Jahren UV-geschützt. Also von daher, deswegen auch der Zustand der ganzen Dichtung und der ganzen schwarzen Teile. Das heißt, das Ding bleibt doch einfach genauso jetzt? Der bleibt genauso. Der wird auch nie angemeldet, der bleibt genauso. Der muss auch nicht angemeldet werden. Stark, oder? Mhm. Ja, das sieht man halt nie. Nein. Würde auch keiner, wenn du das irgendwem erzählst oder so, wird das einfach gar nicht glauben. Nein, das glaubt ihr kein Mensch, das glaubt ihr keinen. So, bei, ich sag mal, den normalen Golf 2, dass der in neu nochmal irgendwo auftaucht, okay, gibt's immer mal irgendwie so einen Ladenhüter vielleicht, wo dann das Autohaus von heute auf morgen zugemacht wurde, das ist in irgendeine Halle gewandert, wo dann irgendwann so ein Auto wieder auftaucht. Genau. Aber Rallye Golf, den man vergessen hat in Anführungsstrichen, ja. Ich glaube, das wird's nicht geben. Alleine das Lenkrad und das belederte Armaturenbrett auch, wie sauber das alles ist. Oder? Ja, und auch hier so Bremssättel und alles. Bremssättel und alles, was wie gesagt, was man an Dreck sieht, das Schwarze oder das Gelbe, das ist alles Wachs. Oder? Ja. Selbst hier auf dem Kotflügel, hier ist ja hier noch Wachs. Hier ist ja auch überall noch Wachs dran. Hier, was man hier als Tropfen so sehen kann. Ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt. Ja, ja. Wie sind das, je nachdem, wie du filmst? Ja, genau. Ja, das ist alles noch Wachs. Also der ist vom Abladen einmal übergewaschen worden und dann in der Ausstellung und fertig. Und warum der stehen geblieben ist, konnte keiner beantworten. Und das heißt, Kilometerstand hat dann auch nur so 1, 2, 3, 4 Kilometer runter? Oder? Ja, wir hatten ein bisschen mehr jetzt runter, weil wir den auch hier schon mal über den Hof gefahren sind. Ja, von einer in eine andere Halle. Ja, aber ansonsten, also alles Überbringungskilometer. Blanko Brief,
und fertig. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, du hast mich auf jeden Fall überzeugt mit deiner Sammlung. Ja, hoffentlich. Ich würde sagen, genug Technik, Wissen und Infos der letzten Jahre im Golf 2-Wesen haben wir jetzt verinnerlicht. Genau. Wieder was gelernt. Wir sehen uns auf jeden Fall am Bilzer Berg noch, weil es steht auf jeden Fall eine Runde TCR-Fahren noch aus. Genau, auf jeden Fall, hatte ich dir gesagt. Das machen wir, aber ganz in Ruhe mit ein paar geilen Perspektiven. Aber vielen, vielen Dank, dass wir es dir zeigen durften. Golfmäßig haben wir nämlich so viel auch noch gar nicht auf dem Channel gezeigt. Dafür, dass Marius und ich wirklich eigentlich absolute Golffans sind. Ich denke mal, die VWler werden sich freuen. Deswegen, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und mit diesen Anblicken gehen wir jetzt alle schlafen. Ciao, bis zum nächsten Mal.